Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane. Und ja, endlich nach dem Urlaub geht's mal weiter. Ich hätte eigentlich schon mal vorher spielen können, aber ich musste halt, ja, Tropico etwas anzocken. Dann hatte ich ja noch Conan mit Mathilde gespielt und auch Hunt. Und Hunt hatte so ein bisschen Suchtfaktor. Darum, wenn ich Zeit hatte, hatte ich halt Hand gespielt und nicht Chaos Bane. Ich bitte um dies zu entschuldigen. Aber natürlich geht es hier auch mal weiter. Ich will ja auch das Spiel mal durchspielen. My people send you their thanks, friend Braggy. If the gods are good, perhaps they'll sleep easily tonight. They'll sleep better once I've taken care of Skraeling and the Harbinger. I just need to know how to get into the temple. Ah, yes. The temple. I've been giving that some thought. You promised to aid us, Klemmt. Do I need to refresh your memory? Oh, Gedächtnis. Könnt ihr mein Gedächtnis auch mal auffrischen? Was sollten wir noch mal machen? Gods, no! I didn't mean it like that. I don't know much about the temple myself. Few of us go anywhere near the ruins. But there is someone who might have the answers you seek. His name is Erlanger. Waldo Erlanger. He was a scholar of some sort before the Norse captured him. Erlanger knows more about the Elven ruins than anyone else. If anyone knows how to get into the temple, it's fair enough. Where will? That's the problem. Naja, irgendwo ist versteckt oder gefangen genommen. No one's seen Erlanger in weeks. He went out into the forest on one of his expeditions and never came back. I can draw you a map of the forest and show you where Erlanger was heading. If you can find him, I'm sure he'll be able to help. Fine, let's have it then. Show me the map. Upsala. Ich glaube, hier hatten wir alle Punkte und Fähigkeiten Sachen verteilt, dass wir da uns jetzt nicht mit... genau, 0 Punkte übrig. Müsste ich erstmal wieder gucken, wie das geht alles. Ja, wenn man ein paar Wochen nicht zockte, dann ist man schon so ein bisschen bei einem Spiel draußen. Aber wir haben ja Gott sei Dank kein Magier oder so, sondern einfach nur einen tollen Superzwerg. Da brauchen wir ja keine... Oh. Boss haben wir freigeschaltet. Expedition, Invasion. Also diese Sachen will ich nochmal zum Schluss anspielen. Beides, alles dreimal. Aber ich denke mal, das macht erst Sinn, wenn wir mal durchgespielt haben. Vielleicht können wir mit anderen Leuten mal spielen. Und Mandate Macchiato merkt sich schon am Ende. Ich habe ja jetzt die Folge angefangen hier, verdammt. Alter. Latte Macchiato. Lecker. I need to fight! Muss erstmal wieder klarkommen hier. Ich bin neu. Hi. Haut nicht so dolle zu. Das ist echt doof, wenn man nicht mehr im Flow ist. Aber gut, dass wir das Kapitel erst angefangen haben. Bei Grimdirs Bart oder wie der hieß. Oh. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, Steinreich. Die Truhe sah halt sehr cool aus. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas drin, was uns verschlechtert, genau. Naja. Ah, das... Oh, die sind hoch. Was war denn Springen hier, verdammte Axt? Wenn wir selber klarkommen hier wieder. Ja. Das war die beste Attacke und das habe ich schon verloren. Verdammt. Oh, schnell hin. Wir brauchen Wut.
schon mal mehr. Stirb, du Succubus. Du bleib auch stehen. So, schön gestorben. Oh, wir kriegen hier, haben noch die Segnung. Wir dürfen also nicht sterben. Zwei war dieser. Okay, und Axtwurf. Da waren jetzt hier die Passivsachen. Eins ist auf jeden Fall das geilste. Genau. Ne, ich glaube, das war. Ah, okay, vier ist der Sprung. Gut. Die hauen ab, die Succubiden. Was ist denn die Mehrzahl von Succubus? Oh, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Nein. Doppel-Nein. Ah, ja. Das ist jetzt geil. I need to fight. Wir hinterlassen ja jetzt so eine Feuerspur. I need to fight. Sind überall hier. Gehen hier einen auf den Zwirn. So, jetzt gucken wir uns das oben nochmal an. Nehmen nochmal hier die Goldtaler mit. Ah ja, da ist eine wunderbare, wunderschöne Truhe. Haben die noch irgendwas an der Schrift geändert? Oder wirkt das einfach nur unvertraut? Fragment. Verdammt. Oh, sterben tun sie gut. Noch was Schönes. Ah, schön wieder brennt. Das kann man schön bei Massen einsetzen. Finde ich. Einfach so dran vorbei und dann von hinten. Da liegen auch noch 37 Taler. Mitnehmen, ne? Oh, Rüstung. Lauf doch nicht weg. Komm doch gar nicht hinterher. Oh, da lag auch noch Talerchen. I need to fight! Fuck you. I've lost the blood! Oh, verklick mich hier. Don't toy with me! Just strike the fatal blow! Null Power hat er hier. Das war knapp. Fast gestorben. Ah, ich muss mich erstmal wieder diese ganzen Tasten gewöhnen. Das kommt davon, wenn man Shooter spielt. Da braucht man die ganzen Tasten nicht.
Waffenwechsel mache ich meistens mit Mausrad. Aber na gut, wir müssen es schon hinkriegen hier irgendwie. Hallöchen! Jetzt geht's hier los, ihr kleinen Wichser. So nicht, so nicht. Ui, der ist neu. Oh, 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 oh. You'll never take me like that! Hit me! Da muss ich ja echt warten, bis meine Power-Attacke fertig ist. Wie gehe ich denn gegen den an? Eigentlich hier voll die Super-Attacke jetzt voll verschenkt. Aber ich wusste gerade nicht, wie ich gegen ihn ankomme. Oh, die ist gut. Nimm mal. Der Rest haut mich jetzt nicht so. Lassen wir mal so. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht so häufig vor. Jetzt haben wir unsere Superpower verschenkt dafür. Aber es gibt ja wieder genug Freiwillige. Finde ich gut. Da müssen wir hin. Okay, tot bist du. Das ist ja wenigstens ein von den beiden. Ah, da kommt der nächste. Oh, 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 oh. Weg, weg, weg. Scheiße. Nicht gekriegt. Wieso kriegt er mich? Okay, das hat mich irgendwie hingekriegt. Ich glaube, da macht es trotzdem Sinn, erstmal die Damen zu töten oder alles, was oben steht. Und dann auf den Großen. Ah, er hat mich gegriffen. Ist schon wieder gegriffen. Das greife ich mir. I need to fight! Oh! I've lost the blood rush! Ich brauche doch meinen Blood Rush. I need to fight! Oh, falsche Taste! Sorry, das wollte ich nicht. Fuck. Scheiße, scheiße. Ich wollte einfach nur springen oder so. Aber ich wollte ganz bestimmt nicht meine schöne Super-Attacke auf diesen Typ loswerden. Oh, Wasserfall. Freiwillige vor. I've lost the blood rush. Da muss ich hin. Muss auch mal schlagen. Oh, du gehst mir da auch auf den Sack, mein Freund. Oh, da liegen noch 37 Tanerchen. Nehmen wir mal mit. Wir scheinen richtig gelaufen zu sein. Caps a wreck. Looks like Skraling's men were here. There's a trail leading off into the forest. Could be Erlanger got away before the Norse arrived. Better catch up to him before they do.
I've lost the blood rush! Stopp! Oh, dass sie immer so kleckerweise kommen gerade jetzt. Ja, wohl ist eigentlich gut. Sollen sie uns ja fertig machen. Das auch. Und da ist auch schon der nette kleine Ausgang. Mal gucken, wie es weitergeht. Habe ich lila Stiefel an oder wirkt das nur sogar zu komisch? Yes! Jetzt sind wir voll. Voller Power. Oh, was ist das denn hier? Ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken. Habe ich Lederschuhe oder so? Oh, neue Haare. Ah, das ist so ein Set quasi. 3 von 5 Teile haben wir, aber... Naja. 800 Rüstung. Ne, 800 hat der, dann hat er, steigert auch unsere maximale Gesundheit, Kostenreduktion. Beutequalität ist mir eigentlich Wumpe, aber Schaden durch Gegenangriff. 3.900, 60.500. Okay, unsere Verteidigung verbessert sich. Dann nehmen wir die neue Haarpracht, die mir absolut nicht gefällt. Die sieht echt scheiße aus. Von vorne sieht die Scheiße aus, Seite geht. Und dieser Bart, ein mächtiger Bart. Gut. Dann sieht es sogar richtig gut in dem Spiel. Ich bin mal kurz weg. Okay. Immer den roten Bällen hinterher, die heilen uns, ja? Bleib stehen, du! Arschkriecher. Jetzt kommen sie aber hier. Zwergenpower, ihr Schweine.
ich glaube, so langsam geht's wieder. Bleib stehen. Nicht so getraut, direkt auf mich zuzukommen. Boah, Junge. Na komm, Mädels. Oh. Bleib stehen. Ja, metzelt man ganz schön gut hier vor, was mir gerade einfällt. Woran merkt man, dass man alt wird? Ganz einfache Sache. Man merkt, dass man eingeladen wird zum... zum 10-jährigen Jubiläum von unserem Games Workshop Laden in Braunschweig. Da habe ich auch festgestellt, dass ich damals bei der Eröffnung auch mit dabei war. Und da hatte ich auch schon das Gefühl so, ja, man ist doch schon ein bisschen älter geworden. Na. Haben wir noch Platz im... Ja, Platz haben wir noch. 10 Jahre ist es her. Mann, oh Mann, oh Mann. Und war voll natürlich, ne? Wollte eigentlich mal in Ruhe gucken wegen ein paar Modellen, aber man konnte sich da nicht so richtig in Ruhe umgucken, weil die ganzen Spieltische belegt waren und Braunschweig hast du auch nicht so viel. Oh, abgestiegen. Jetzt reicht's mir aber hier. Ja, aber ich sagen wollte, haben dann halt nur 2 Spieltische, die waren natürlich voll. Ist ja klar, dass dann halt auch zum Jubiläum des Ladens natürlich alles voll ist, also der ganze Laden natürlich. Aber wie gesagt, ruhig gucken und gucken, ob man vielleicht noch irgendwas gebrauchen könnte. War da nicht so drin. Ich habe mich ja entschlossen, jetzt noch ein zweites Blood Bowl Team zu machen. Man hat jetzt auch schon mein erstes Blood Bowl Spiel gespielt wieder. Und auch gleich zum Saisonstart verloren. Die Orks bringen mir einfach kein Glück. Aber es macht trotzdem Spaß. Darum fange ich jetzt auch dem nächsten Goblin-Team an, wie gesagt. Das werde ich so nach und nach mal ein bisschen zusammenmalen. Zusammenbauen. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob es irgendwelche Modellbausätze gibt, wo ich vielleicht ein paar Teile herkriege. Weil ich möchte meine Goblins natürlich nicht so standardmäßig lassen. Weil die wiederholen sich ja auch und das ist irgendwie langweilig. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Totenköpfe gekauft, ein bisschen Farbe. Vielleicht lassen sich die ja ein bisschen ummodellieren. So, aber ich will nicht weit abschweifen, wir müssen weiter metzeln. Ach, was war das denn? Verdammt. Ach, ich will auf WASD drücken. Yeah.
brauchen wir nicht hier. WASD brauchen wir nicht. Ah, ist das ein Endgegner? Ne, ist ein ganz normales Scheiße. Bleib da mal drin und stirb, du Scheiße. So, weiter. Immer neugieriger. Errungenschaft freigeschaltet. Nur weil ich eine Truhen öffne? Bin ja neugierig, natürlich. Wir wollen Loot! Nur Loot ist gut. Was, erlange? Wir müssen die auf jeden Fall töten. Bleib stehen, du. Da ist noch eine Vase. I've lost the blood rush! Das ist nicht schlecht. Glorious fortune! Another moment and all would have been lost. What is your name, friend? And what wondrous twist of fate brought you here? Warum lebt er noch? You can call me Braggy. I followed your trail from what was left of your camp. Of course, I should have expected as much. My name is... Erlanger, I know. Klempt sent me. He said you might be able to help me. Why, yes. Yes, of course. I am at your service. What sort of help do you require, exactly? Der gehört doch definitiv zum Slanisch-Verein. Das ist eine Falle. This sorceress, who calls herself the Harbinger. The Harbinger? Ooh, quite an ominous name, if I do say so myself. She's with Skraeling at the old elven temple. I need to get inside. Oh, the temple. Why didn't you say so before? Yes, nothing could be simpler. Come, my friend, let's get back to camp. I need to review my notes and some old journals. I'm sure I have just what you need. Mm-hmm. I've lost the blood rush! Verdammt, warum verlierst du die immer? Kann er nicht mal seine Blutlust da verlieren, das geht doch gar nicht. Warum ist das Scheißgold da runtergefallen? Sagen auch cool hier. Den Gittern wird man sehr häufig daneben treten, aber gefällt mir. So, und da waren Vasen. Wir brauchen jedes Goldstück, falls wir ja verrecken. Kostet ja Geld. Erfahrung. Goldkronen. Blutdurst Stufe 3. Ich habe Durst nach mehr Latte Macchiato. So, ich glaube, bevor wir quatschen, hökern wir alles. Rüstung. Verbessert er uns? 500 uns? Ja, und schon haben wir wieder was Besseres gefunden. Der Bart gefällt mir auf jeden Fall besser. Der war aber auch cool.
Gut, aus modischen Gründen behalte ich die mal. 900 Geschwindigkeitsbonus. Bin ein bisschen verlangsamt. Aber ich gehe erstmal voll auf Rüstung. Den Rest spenden wir. Oh, ich komme immer auf diese Tasten. Was ich nochmal aufheben wollte, waren die Friesen hier. Was ist das hier noch? Ach, das ist Inventar, genau. Ist das besser als mein Schlipper? Ist derselbe nochmal, ja. Dann legen wir den einfach beiseite. So. Der Rest kann weg. Oder? Das kann weg. Blaue Sachen fassen wir jetzt gar nicht an. Wollen wir nicht. Wir wollen nur goldene. Nein! Das war mein Schlipper, den ich anhatte. Und ich habe mein Gesicht. Oh, das ist doch Fotz. Entschuldigung. 10 den an, Junge. Warum muss ich den erst wieder ins andere Inventar schieben? Das ist doch kacke. Wo ist meine Hose? Gut, der Rest kann weg. Wobei diese Waffe, die blaue, scheint irgendwie besser zu sein als meine andere. 1000 und Schaden, so. Er hat natürlich nicht so viel. Dann muss ich leider mal eine blaue Axt nehmen. Die ist nicht besser als meine und das ist auch nicht besser. Gut. Wen darf ich hier nochmal meine ganzen Sachen abdrücken? Kein Ladenbesitzer hier? Toll, was mache ich mit dem ganzen Scheiß? Noch sonst immer ein Verkäufer. Ach, Heinrich, Alter. Wir können nur spenden, handeln können wir nicht. So. Schneller Handel, alles was da ist. Und tschüss. So, ich würde aber hier erstmal einen Break machen und nächstes Mal quatschen mal mit diesem Erlanger. Mal gucken, was der will. Und, ich brauche irgendwas Kaltes zu trinken noch. Gut, ich hole mal was zu trinken. Ihr like und kommentiert das Video. Und, da ist noch was drin. Und, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach mal, ja, liken. Dann werde ich jetzt auch nochmal regelmäßiger Warhammer Chaos Bane rausbringen. Und, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.